Magie der Worte. Als ob die Welt so schon nicht bizarr genug wäre, werden Sie jetzt lernen, dass die Wörter, die wir in unseren alltäglichen Gedanken verwenden, magische Elemente haben und sie Zauber wirken. Aluhut glüht, Digi. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Das Video heißt Magie der Worte. Ich finde das Thema Worte sowieso sehr interessant. Hab ja da auch in den ein oder anderen Gesprächen, zum Beispiel mit Andreas Popp, könnt ihr gerne mal auschecken, auch über die ein oder andere Begriffsbestimmung philosophiert und mir ist immer mehr aufgefallen, wie die Worte, die wir benutzen, uns eigentlich auch was sagen, so, weißt du? So, und das ist eine sehr spannende Geschichte und ich glaube, wir sollten uns mehr mit den Worten, die aus unserem Mund kommen, beschäftigen, weil wir nun mal auch mit den Worten, die wir aussprechen, unser Leben in der Zukunft manifestieren im Endeffekt, weißt du? Das kennt jeder. Wenn du den ganzen Tag nur über negative Sachen redest, dann ist deine Realität auch sehr negativ und du ziehst immer noch mehr negative Ereignisse in dein Leben an, über die du dann wieder negativ reden kannst, so. Weißt du, was ich meine? Und deswegen seid immer sehr achtsam mit euren Worten und was ihr aussprecht. Eigentlich auch schon, was ihr denkt, aber aussprechen, aufschreiben oder so, manifestiert noch fester oder noch tiefer, würde ich sagen, und noch, wie sagt man, noch mehr im Endeffekt. Und deswegen gehen wir da rein jetzt ins Video. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Unser Videoalphabet und einige andere, in denen wir viel oder auch teilweise Informationen gezeigt haben, sind mit diesem Thema verbunden. Wir sagen vieles, ohne darüber nachzudenken oder besser vorher zu überlegen und hören auch, ohne sich mal einen Kopf darüber zu machen, was da uns täglich ins Ohr wandert. Hier in diesem Beitrag geht es zwar ausschließlich um die englische Sprache, die auch kreiert wurde und hier ganz speziell auch, weil sie weltweit genutzt wird und auch immer mehr Einfluss im Deutschen hat. Was ich hier nicht ausführe, Person non grata, du hast ja nichts zu melden, mein Jutster, klären, aber erwähnen möchte, ist das Reverse Speaking, also Rückwärtssprache, die immer mehr von guten YouTubern gezeigt wird und auch bestätigen, was sich dahinter verbirgt und versteckt wird, als Nachricht oder die unterbewusste Handlungen verursachen, wie die Magie der Worte, um was es hier geht. Nicht zu vergessen auch Gilmar. Bleib cool, Freunde, ich fühle die Stimme jetzt auch nicht so krass, aber ich will mal gucken, was für Informationen hier rüber geht. Stimme heißt nicht alles, weißt du, Informationen könnten wild sein. Bleibt mal ganz cool. Wir müssen das nicht komplett reinziehen, wenn es uns nicht gefällt, aber gib dem mal 5 Minuten eine Chance wenigstens hier. Ja, da auch hier nicht nur aus dem Hebräischen, sondern auch aus dem Englischen entschlüsselt wird. Eine der frühesten Definitionen von Magie ist die Kunst, Ereignisse zu beeinflussen und mit verborgenen Naturkräften Wunder zu vollbringen. Ich weiß, dass die meisten Menschen nicht an Magie glauben, aber was wäre, wenn ich ihnen sagen würde, dass wir alle Magie ausführen, indem wir einfach Worte sprechen und schreiben? Als ob die Welt so schon nicht bizarr genug wäre, werden sie jetzt lernen, dass die Wörter, die wir in unseren alltäglichen Gedanken verwenden, magische Elemente haben und sie Zauber wirken. Jetzt könnte es interessant werden, Digga, bleib cool. Tone nochmal, wenn sie sprechen und schreiben. Es ist die Kunst, Energie mit einem gesprochenen Wort zu lenken und zu kontrollieren. Worte, die sich in Frequenzen und Schwingungen verwandeln, die verwendet werden können, um Energie zu lenken. Zahlen haben auch magische Elemente. Tatsächlich wurden die Zahlen- und Alphabetsystem auf der Grundlage der heiligen Geometrie und des heiligen Klangs geschaffen. Und daher haben Das wild jetzt, Digga. Zahlen und Buchstaben magische Eigenschaften. Die Zauberkunst wird oft mit bestimmten heiligen Magnetworten praktiziert. Diese Klangtöne haben kraftvolle Schwingungsmuster, die verwendet werden. Also, dass Worte eine krasse Magie haben können, da bin ich auch überzeugt von. Wie ich das vorhin auch gesagt habe, was du aussprichst, kann in dein Leben kommen. Weißt du? Deswegen, da ist jetzt schon, da sind wir jetzt schon, Freunde. Um Energie zu lenken und zu kontrollieren und es ihnen ermöglichen, ihre Kraft zu nutzen, wenn sie wissen, was sie tun. Klang ist einer der natürlichen Kräfte, die von der Natur verwendet werden, um kristalline Strukturen und heilige Geometrien zu schaffen, die einige der Bausteine der Materie sind. Johannes 1, King James Version, steht folgendes: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. In den meisten Kulturen wird das Wort mit Gott gleichgesetzt. Die englischen Wörter world für Welt und word für Wort sind nur ein L voneinander entfernt. Krass. Gott hat die Welt mit dem Wort erschaffen. Die Wächter, die gefallenen Engel, die von Gott aus dem Himmel geworfen wurden, beherrschen und kontrollieren diese Welt, indem sie magische verborgene Kräfte einsetzen. Die Welt wird von bösen magischen Mächten beherrscht, bis du lernst, Aluhut, Magie verwendet wird. Um sie zu kontrollieren, wirst du nie wissen, wie die Welt wirklich funktioniert. Da
das Ding ist, die meisten Leute, der hat schon, also die meisten Leute kennen sich ja mit den Worten und mit der Sprache gar nicht so richtig aus, ne? Die meisten haben die Worte, die sie jeden Tag benutzen, gar nicht mal hinterfragt und sich gefragt, was die Worte eigentlich wirklich bedeuten. Da ist schon was dran. Ein Beispiel ist die sorgfältige Konstruktion der englischen Sprache, die auf eine Weise entworfen und zusammengesetzt wurde, die magische Effekte hervorruft und diejenigen manipulieren kann, die sich der wahren Bedeutung der Wörter nicht bewusst sind. Krass, Digga, ist schon interessant, Bro. Also ich finde, jetzt hat er den Bogen bekommen, Digga, oder? Seid ihr nicht da? Seid ihr da oder nicht, Digga? Macht mal eins in den Chat, wenn wir weiter gucken. Ich find's gerade interessant. Ein praktisches Werkzeug für diejenigen, die sie kontrollieren möchten. Wie können Wörter als Zaubersprüche verwendet werden? Hier ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Wörter verwendet werden, um Zauber zu wirken, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Von Laurel Ayresia, einer Autorin, die sich jahrzehntelang mit diesem Thema beschäftigt hat, schreibt Folgendes. Wir wachen jeden Morgen auf und gehen an den Wochentagen los, um unseren Lebensunterhalt mit verschiedenen Jobs und Unternehmungen zu verdienen, bis wir zum Wochenende kommen. Dies scheint für die meisten Menschen vollkommen akzeptabel, aber denken Sie daran, dass eine Totenwache eine gesellschaftliche Zusammenkunft ist, die mit dem Tod verbunden ist und von einer Beerdigung abgehalten wird. Trauer ist der Zustand, in dem sie über den Tod eines Menschen trauern. Und sie müssten in einer Woche benommen sein, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, da Urnen für die Asche der Toten sind. Wir nennen unsere Jobs Unternehmen. Digga, das mit dem Mourning ist krass. It's the state you are in grief over someone's death. So. Und man sagt jeden Tag Good Morning. Das ist krass. Also die Leute hier und auch Laura hat mir das auch gesagt, man sagt Grand Rising eigentlich besser, weißt du, als Good Morning. Weil Morning, wie gesagt, das ist, wenn du über jemanden trauerst, der gerade gestorben ist. So. Ja, Digga, das sind so Sachen, das ist schon miese Mystik und Schwurbelei, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Aber ich glaube halt wirklich, dass die Wörter, die du aussprichst, eine gewisse Macht haben. So. Der Urnen. Ohne Wahlurne, warum Wahlurne? Warum wird deine Stimme in eine Wahlurne reingepackt und stirbt dann da im Endeffekt? Weil Urnen sind für Überreste von Menschen da. Die Asche der Toten sind. Wir nennen unsere Jobs Unternehmen. Das Wort kann auch den Beruf des Bestattungsunternehmens bedeuten. Das Wort Job ist ein hebräisches Wort für verfolgt. Wir bekommen das schwache Ende des Deals, da wir selbst geschwächt werden. Uns wird diese Form der Magie nicht beigebracht, weil sie uns von den Königen und Herrschern dieser Welt unserer Vergangenheit und Gegenwart verborgen wurde. Schon sehr mystisches Ding hier auf jeden Fall, ne? Der Zweck davon ist, sie daran zu hindern, die Mysted Old Man, Alter. Absicht der Sprache und ich bin unentschlossen. Kräfte zu kennen, die wir alle wirklich im Inneren besitzen. Die dunklen Mächte kontrollieren schon seit sehr langer Zeit die Lebenswahrnehmungen der Menschen mit Zaubersprüchen. Ihre Zaubersprüche können nicht 100% ihres Geistes kontrollieren, aber sie beeinflussen ihren Geist mehr, als sie vielleicht denken. Genau wie unterschwellige Botschaften ihr Unterbewusstsein in hohem Maße beeinflussen können. Wenn sie Worte sprechen und schreiben, werfen sie ihre Gedanken und Schwingungen in das Magnetfeld oder Zauberfeld der Erde oder in den Äther, der das Energiefeld oder das Gesetz der Anziehung ist, wenn sie so wollen, das dabei hilft, ihre Realität der Erde zu erschaffen und zu formen. Wenn sie nicht aufpassen, was sie sagen oder denken, können sie tatsächlich einen Zauber wirken, ohne sich dessen bewusst zu sein. Gebe ich ihm recht. Du musst aufpassen, was du denkst und was du sagst. Hundertprozentig. Jemals gefragt, warum eines der ersten Dinge, die sie dir in der Schule beibringen, ist, zu lernen, wie man buchstabiert? Sie lernen das Alphabet und das Zählen von Zahlen, die mit der heiligen Geometrie und heiligem Klang entworfen wurden. Diese Buchstaben und Zahlen sind Ideogramme, die geschriebene Symbole sind, die Ideen darstellen. Nachdem sie das Alphabet gelernt haben, lernen sie, wie man mit den Buchstaben des Alphabets schreibt und liest. Das ist auch krass. Spelling. Steckt das Wort Spell drin. Das ist doch so ein... wie sagt man? Ist das nicht, wenn man jemand... Spell ist doch, was Hexen auch machen, ne? Spell ist so flüchemäßig, oder? Wenn sie fluchen oder Schimpfwörter verwenden, erzeugen und lenken sie ihre negativen... Sentence. Intense. Energie, und das kann zu vielen negativen Folgen führen, wie Gewalt, emotionales Leiden, Angst und viele andere ungewöhnliche Situationen.
Spell ist Zauber, genau, Zauber, nicht Fluch. Curse ist Fluch, okay. Got you. Deshalb nennen sie es Fluchen, weil du mit diesen fluchenden Worten sterben wie ein Schwert ein Zauber wirkst. Words, Sword, tschüss, das ist halt schon ein bisschen weiter hergeholt, so, aber ey, Bro. You never know. Was ich auf jeden Fall, wo ich überzeugt von bin, ist, dass du, also ich merke auch, wie ich immer weniger, umso bewusster ich werde, umso weniger fluche ich so. Ich will gar nicht mehr fluchen. Schimpfwörter aussprechen war noch nie mein Ding, aber umso bewusster ich geworden bin, umso weniger habe ich das auch getan. Weil ich merke einfach, wie mir das selber negative Energie gibt, negative Worte auszusprechen. So. Jemanden zu hassen oder Hass rauszulassen, zieht Hass in dein Leben. Weißt du, ich habe gar nicht mehr das Bedürfnis danach, jemanden zu beleidigen. Manchmal noch, wenn ich Auto fahre, denke ich mir so, ey, was machst du, Digga? So, dann ist es auch ein bisschen negativ, aber ich sag nicht mehr, du, weißt du? Oder du, so, ich spreche das nicht mehr aus, weil, weiß nicht, das gibt mir negative Energy. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Eduard Pulver Luton. Wenn du andererseits positive und liebevolle Worte sagst oder denkst, erzeugst und lenkst du eine positive, liebevolle Energie. Das sind Facts, Digga. Wenn sie die Worte "Ich liebe dich" oder "Ich finde sie sind ein wunderbarer Mensch" sagen, sprechen sie einen liebevollen Bann aus, der ihre gute Schwingungen auf die andere Person... Das merkst du doch auch, wenn du einer Person sagst, dass du sie liebst, fühlst du nicht? Fühlst du nicht, wie dann auf einmal so Love am Start ist so? Fühlt sich geil an, Digga. Vorübergehende und schöne euphorische Gefühle auslösen kann. Denken sie daran, dass jede Aktion eine Reaktion hat. Facts. Das Mächtigste auf der Welt ist die liebende Energie. Hundertprozentig. Dunkle Mächte versuchen schon seit sehr langer Zeit, die schöne Energie zu unterdrücken, die unser Schöpfer uns gegeben hat und haben alles manipuliert. Autofahren ist echt negativ, Vibes-Kollektor, Digga, ist so. ...und korrumpiert. Bill Gates, der Maniak. ...sie in die Finger bekommen können. So, Maniak sagt man mal hier und da, weißt du? Aber ein... Früher habe ich gesagt. ...Sache, die sie nicht kontrollieren können, ist ihr freier Wille, dazu Liebe. Sprich nicht negativ über dich selbst, auch nicht als Witz. Ihr Körper... Facts. Facts. Das hat mich in die Depression getrieben, negativ über mich selbst zu sprechen, so. Das hat mich noch tiefer in die Depression getrieben, als ich ein bisschen labil war, so. Ein bisschen mein Leben abgefuckt war, weißt du? Wenn du anfängst, schlecht über dich selbst zu reden, das ist so schlimm, Digga, das ist so ekelhaft. Hör das, mach das nicht, nicht mal aus Spaß, ist so. Den Unterschied nicht, sind Worte Energie und wirken... Your body doesn't know the difference, Digga, das ist krass. Bruce Lee, oder was? Heftig. Be water, my friends. Deshalb nennt man es Buchstabieren. Zitat Bruce Lee. Krass, Digga, Bruce Lee hat auch gesagt hier, words are energy and cast spells. That's why it's called spelling. Dr. Masaru Emoto schuf ein berühmtes Experiment mit Wasser und berichtet, dass Wasser... Krass, Digga, der Emoto, den haben wir uns auch gut reingezogen. ...eine Blaupause für unsere Realität ist und dass emotionale Energien und Vibrationen seine physische Struktur verändern könnten. Ja. Seine Wasserkristallexperimente bestanden darin, Wasser in Gläsern, verschiedenen Worten, Bildern oder... Aber die Stimme kann man nie ausstellen, nur ruhig stellen. Trotzdem kannst du gut über dich selbst reden, weißt du, wie ich meine? Du musst ja, also die Stimme kann man ausstellen, meiner Meinung nach. Es geht, funktioniert, wenn du hundertprozentig bewusst bist, Erleuchtung quasi erlangt hast, geht das schon. Aber wenn du die Stimme nicht ausgestellt bekommst, dann veränder wenigstens, was die Stimme sagt. Und das hast du in deiner eigenen Hand, weil du als Bewusstsein deine Gedanken steuern kannst. Deinen Körper steuern kannst, so wie ich jetzt hier gerade meine Hände und so, das ist alles mein Menschenkern, meine Seele, die das steuert so. Und mit dem kannst du auch deine Gedanken steuern. Hör einfach auf, schlecht über dich zu reden. Sag dir, dass du dich selbst liebst. Nimm dich selbst in den Arm, Digi. Küss dich vom meinetwegen, weißt du? Und sag Dankeschön, dass ich in diesem Körper leben darf so. Und hör auf, dich selbst zu beleidigen. ...auszusetzen, es dann einzufrieren und die Eiskristalleigenschaften mit mikroskopischer Fotografie zu untersuchen. Er behauptet, dass Wasser, das positiver Sprache und Gedanken ausgesetzt war, visuell gefällige Eiskristalle erzeugte. Strukturierten Männer, da? Dass negative Absichten hässliche Eisformationen hervorbrachten. Okkulte Magie. Das Wort Okkult bedeutet Geheimnis oder Wissen des Verborgenen. Seine frühen Meister galten als wahre Zauberer. Entdeckungen in den okkulten Künsten der Astrologie und Alchemie brachten die moderne Wissenschaft hervor. Wenn Sie die Geheimnisse des Universums finden wollen, denken Sie in Begriffen von Energie, Frequenz und Schwingung.
Zitat Nikola Tesla. Wir können die okkulten Lehren Rest in Peace. Vor 5000 Jahren in Ägypten zurückverfolgen. Die Ägypter glaubten, dass dieses ihnen Wissen von Thoth, dem ägyptischen Gott der Magie, gegeben wurde, der Welt die Schrift, Sprache und Zahlen gegeben haben soll. Legenden besagten, dass ein von Thoth geschriebenes Zauberbuch die Geheimnisse der Götter heißt er nicht tot? offenbart. Dieses Buch wurde als auf der astralen Ebene betrachtet, nicht auf der physischen Ebene, sondern als etwas, das wir im Bewusstsein reisen müssen, um dorthin zu gelangen. Vieles, was als zeremonielle Magie bezeichnet wird, wie Zaubersprüche, die Verwendung magischer Wörter und Beschwörungen, stammt von den alten Ägyptern. Die Phönizier lernten dieses Wissen und begannen es dann im gesamten Mittelmeerraum zu verbreiten. Wörter wie Magie waren am Anfang ein und dasselbe. Auch heute noch behalten Worte viel von ihrer magischen Kraft. Zitat Sigmund Freud. Wir wissen, dass Hollywood ein druidisches Etablissement in der Stadt von Los Angeles ein Ort ist, an dem in der Film- und Musikindustrie Magie passiert. Und es ist... Also manchmal, also mir ist schon in, während dem Video mein imaginärer Aluhut ist mir jetzt schon 2-3 Mal vom Kopf geflattert, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Also manchmal ist der Cousin ein bisschen zu tief drin, manchmal denke ich mir so, ja, doch. Aber noch hat er mich. Interessant, dass echte Zauberstäbe aus Hollywood hergestellt werden. Oh shit, Hollywood oder was? Digga, heiliges Holz, ist dein Ernst? Aus einem Holly Tree und dies geht auf den alten Druiden zurück. Ein Druide war ein Mitglied der elitären Klasse und diese Gesellschaft geht auf alte keltische Kulturen zurück. Sie sind am besten als religiöser Führer in Erinnerung geblieben. Sie waren auch Justizbehörden, Richter, Hüter der Überlieferungen, Mediziner und politische Berater. Kommt Ihnen das bisher Deep. Vor? Druiden sind voller Mystik und Magie und sollen Kontakt zur Geisterwelt haben. Druiden, Digi. Wäre auch ein interessantes Thema, ne? Yasuke. Wörter sind mächtig, denkt an NLP. Bruv, Wörter sind sowieso mächtig, habe ich auch im Intro schon gesagt. Ich glaube auch, Wörter sind extrem mächtig. Und wir wissen gar nicht, was die Wörter, die wir benutzen, teilweise zu bedeuten haben, so weißt du? Deswegen, so Wortrecherche ist schon eine gute Sache. Theorien, dass die alten Druiden Stonehenge gebaut haben sollten, dass sie es verehrten. Ach krass. So wie andere heilige monolithische Stätten. Es gibt ein Bild von 1832, das Druiden zeigt, ein mit lebenden Menschen Korbgeflecht vorbereiten, das als Opfer verbrannt werden soll. Für viele überraschend zu erfahren, dass der berühmte Winston Churchill und William Blake, ein Erzdruide, Druiden waren. So schützen sie sich vor geheimen Zaubersprüchen. Sobald sie sich der Worte, die sie verwenden, bewusst und aufmerksam sind, werden sie beginnen, sich vor negativen Energien zu schützen und positive Veränderungen in ihrem Leben in Anspruch zu nehmen. Ja, wenn du halt auf der guten Seite bist quasi, so weißt du, wie ich meine. Also ich bin überzeugt davon, dass dieses okkulte Wissen, okkult heißt ja nur verborgenes Wissen, so ne, dass das von den bösen Mächten auf der Erde genutzt wird für böse Dinge. Bin aber auch genauso überzeugt davon, dass du dieses okkulte Wissen beziehungsweise das verborgene, das geheime Wissen auch für gute Dinge benutzen kannst, so weißt du. Es ist halt einfach so. Und leider ist es teilweise so, dass alle Leute sagen, die, habe ich auch letztens eine Diskussion gehabt, ja, Spiritualität ist immer Teufel, ist immer Hexe, ist immer böse und so. War so ein religiöser Bruder, weißt du, wie ich meine? Der gar nicht verstanden hat, dass Spiritualität an sich bedeutet einfach verbunden sein mit was Höherem. Dass er als religiöser Typ, der auch betet, auch spirituell ist, weißt du? Und ich glaube, das wird auch extra so gemacht, dass wir uns von dem wahren Wissen fernhalten, weil wir denken, dass es böse ist, weil böse Leute das benutzen, um uns zu kontrollieren und zu steuern und böse Sachen auf der Welt zu tun. Aber ich glaube, du kannst diese ganzen Sachen, also da gibt's, es ist komplizierter, als die meisten Leute denken, weißt du? Es gibt verborgenes Wissen, was von uns ferngehalten wird, was wir benutzen könnten, um die Welt in eine bessere Richtung zu treiben. Und dieses Wissen wird von den Eliten benutzt, um uns in eine negative Richtung zu treiben, in eine böse Richtung so, weißt du? Sie an, auf die Tricks hinter den Worten zu achten. Finden Sie die Ursprünge eines Wortes, Sie... Schwarze und weiße Magie, mäßig. ...hören Sie seine Schichten und betrachten Sie es aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Die wahre Absicht und Bedeutung des Wortes werden auf magische Weise in Ihrem Geist spürbar. Wenn Sie also das nächste Mal eine Definition eines Wortes nachschlagen,
betrachten sie es nicht nur zum Nennwert, sondern auch zu seinem Ursprung, Präfix und Suffix. Dies sind sehr nützliche Informationen, die sie im Hinterkopf behalten und auf die reale Welt anwenden können. Sobald sie erkennen, dass Magie real ist und sich bewusst werden, wie ein böses Elite-Imperium von dunklen Magiern Zaubersprüche verwendet. Zum Beispiel das allsehende Auge, ne? Was auch in Ägypten an den Malereien da gefunden wurde und so. Das ist ein Symbol für die Zirbeldrüse, Digi. Warum ist das auch auf der Dollarnote in der Pyramide drin und warum benutzen die bösen Mächte auch diese Symbole? So, das, wenn du das allsehende Auge siehst, ist das nicht immer direkt negativ. Das meine ich. Viele Leute sind verwirrt, was das Thema angeht. Zu kontrollieren, verlieren ihre Zaubersprüche ihre Wirkung. Ihr Bewusstsein ist einer der wichtigsten spirituellen Kräfte, die sie haben. Lernen sie, wie sie es weise einsetzen, und die dunklen Magier werden sie nicht kontrollieren können. Um zu lernen, wie man die Kraft seines Bewusstseins weise nutzt, muss man sich das richtige Wissen aneignen. Mit dem richtigen Wissen können sie lernen, ihre Energie auf eine Weise zu nutzen, die sie sich nie für möglich gehalten hätten. Magie dominiert die Welt. Zitat Jordan Maxwell. Worte. Miraculix, der Bruder war auch Druide. Ja, ne? War? Miraculix, der Cousin. Nicht nur die... Digga, einfach Asterix und Obelix, Bruder. Der hat doch diesen Trank auch gemacht, ne? Oder? Miraculix. Feier ich, Digga. Bruv. Asterix, Obelix mal wieder reinziehen? Da sind bestimmt auch die ein oder anderen Botschaften drin. Sprach- oder Schriftelemente, denn sie können verwendet werden, um die Wirkung von Magie zu verstärken, die die Kunst ist, Energie zu lenken und zu kontrollieren. Wenn sie laut ausgesprochen werden, verwandeln sich Worte in Frequenzen und Schwingungen, die verwendet werden können, um Energie zu lenken. Ja. Es ist einer der ersten Schritte, um magische Effekte zu erzeugen. Die meisten Menschen werden über die Vorstellung lachen, dass Magie real ist, aber wenn sie nur wüssten, was Magie wirklich ist und wie Magie verwendet wird, um sie zu kontrollieren, würden sie nicht lachen. Die Welt wird von Magie beherrscht. Bis sie ihre Augen etikettieren, um zu sehen, wie Magie verwendet wird, um sie zu kontrollieren, werden sie nie wissen, wie die Welt wirklich funktioniert. Die Kontrolleure, die die Fäden der Politiker ziehen, wissen genau, wie Magie funktioniert. Mhm. Viele von ihnen üben tatsächlich die Kunst der Magie aus, weshalb sie manchmal als die dunklen Magier bezeichnet werden. Leider verwenden sie Magie gerne für Macht und böse Zwecke. So ist es. Statt sie zu verwenden, um die Welt in einen besseren Ort zu verwandeln. Genau so ist es, Bro. Das ist das, was ich sagte. Das Mächtigste im Universum ist Energie. Wenn sie lernen, diese Energie zu kontrollieren und zu lenken, werden sie zu einem der mächtigsten Menschen der Erde. Ist so. Deswegen will ich mich selbst mastern am Ende des Tages so. Weißt du? Das ist das, was ich vorhin meinte. Überhaupt erstmal die Kontrolle über seine eigenen Energien zu bekommen, ist eine harte Challenge so. Disziplin ist da gefordert so. Dass du dich selbst kontrollierst und nicht mehr gesteuert werden kannst, weil du dich selbst unter Kontrolle hast. Die meisten Leute reagieren einfach nur auf Dinge, die wissen gar nicht, warum sie so reagieren. Die wissen gar nicht die tiefen Programme, die in ihnen verankert sind. So. Die musst du erstmal realisieren, das musst du dir erstmal eingestehen und da musst du erstmal gegen arbeiten, beziehungsweise das auflösen, sodass du dich selbst unter Kontrolle hast. Das ist schon, so damit hast du schon sehr viel getan. Warum, glauben sie, sind die Krasses Video, Leon. Ist krass, ne? Die dunklen Magier, so besessen von Magie und Energie. Was ist die Definition von Magie? Magische Wörter. Wie Wörter als Zaubersprüche verwendet werden können. Hier ist ein Auszug aus einem Buch mit dem Titel Word Magic. The Power and Occult Definitions of Words. Das erklärt, was Magie ist. French Magike, Magikus und Greek Magikos. Magieren, man, Alter. Ja, merke ich jeden Tag bei mir. Erzähl mal, inwiefern? Eine der frühesten Definitionen von Magie ist die Kunst, Ereignisse zu beeinflussen und mit verborgenen Naturkräften Wunder zu vollbringen. Magie hat eine starke Beziehung zur magnetischer und elektrischer Energie. Ist Ihnen aufgefallen, dass das Wort magnetisch das Wort Magie enthält? Ja, jein. Jein. Da bin ich immer so ein bisschen, da denke ich immer so, Magnetic, Magic, Bro, ist schon ein Riesenunterschied eigentlich, weißt du? Okay, eigentlich sind es nur drei Buchstaben, die rausgestrichen werden müssen, oder zwei, dann ist das gleiche Wort, aber... Nehmen Sie net in Magnetic heraus und Sie haben das Wort Magie übrig. Die Kunst der Magie wird oft zusammen mit bestimmten Wörtern und heiligen Geometrien praktiziert.
Die üblichen Wörter, die in magischen Ritualen verwendet werden, Magnetic in man, sind die Wörter, die kraftvolle Klangtöne erzeugen, wenn sie laut ausgesprochen werden. Diese Klangtöne haben kraftvolle Schwingungsmuster, die verwendet werden. Ja, Suke, ich glaube, aber Magie ist nicht das, für was Menschen sie halten. Sie denken mit Zauberstab rumfuchteln und irgendwelche Tränke herstellen. Ah jo, Digga, das sagt er ja auch. Das ist schon deine Worte, deine Aussprache der Worte oder wie du denkst, kann schon Magie auslösen. Du kannst deine eigene Realität, die Welt um dich herum und quasi damit deine Welt, also die Welt verändern, indem du einfach nur bewusster wirst und deine Gedanken bewusst wahrnimmst und bewusst aussprichst, bewusst konsumierst, damit kannst du schon deine Welt verändern. Das ist Magic, Bro. Das ist Magie. Um Energie zu lenken und zu kontrollieren und ihre Kraft zu nutzen. Schall ist in der Lage, Energie zu lenken, weil er bestimmte Frequenzmuster trägt, die Energie auf kontrollierbare Weise zum Fließen bringen. Darüber hinaus ist der Klang einer der natürlichen Kräfte, die von der Natur verwendet werden, um kristalline Strukturen und heilige Geometrien zu schaffen, die einige der Bausteine der Materie sind. Nennt man auch Kymatik, heilige Geometrie. Kymatik ist wild, Digga, haben wir uns auch mal ein Video zu reingezogen. Und was auch krass ist, weil wir gerade bei den Frequenzen sind, und das ist auch für mich eine Art Magie, dass es Frequenzen gibt, die du dir anhörst und dein Körper sofort entspannt. Warum ist das so? Warum gibt es Frequenzen, die du dir anhörst und sofort einen körperlichen Effekt spürst? Das ist Magic für mich. Das ist Magie. Geformt durch Klang. Sobald sie wissen, wie Wörter zusammen mit Geräusche verwendet werden können, um Energie zu lenken und magische Effekte zu erzeugen, werden sie wissen, dass Wörter genauso mächtig oder sogar noch mächtiger sein können als Schwerter. Wenn sie den Buchstaben S in Words nach vorne verschieben, erhalten sie Sword. Dies ist kein Unfall. Fast alle Wörter in der englischen Sprache sind sorgfältig entworfen und so zusammengesetzt, dass sie magische Effekte erzeugen, sodass... Englische Sprache, wie alt ist die eigentlich? Ist die englische Sprache auch auf Latein zurückzuführen eigentlich? Mich würde jetzt gerade mal interessieren, wie alt welche Sprachen sind. Schöpfer, die dunkle Magier, dieser Wörter sie dazu verleiten können, ihr Betrugsspiel zu spielen. Fällt es ihnen schwer, das zu glauben? Hören Sie weiter und ich werde Ihnen die Beweise zeigen, wie Worte verwendet werden, um sie zu versklaven. Was auch nervt, finde ich, ist, dass schon zum Beispiel Spanisch, Französisch und Italienisch und Deutsch eigentlich Latein als Ursprung haben. Aber es viel einfacher ist, von Italienisch Spanisch zu lernen und von Französisch Spanisch zu lernen und Deutsch hat eigentlich nichts damit zu tun. Ich denke mir manchmal so, Bruder, was habt ihr gemacht, ja? Die Deutschen haben auch schon Special Effects in ihre Sprache reingehauen, sag ich dir ehrlich. Sehr kompliziert. Oh shit, Simpsons oder was? Wenn Sie der Strohmann in der Spielarena Vereinigten Staaten zu einem Gerichtsverfahren vor Gericht, also Englisch Court, gehen, sind Sie nicht wirklich vor Gericht, sondern in einer Spielarena, in der Sie planen, Sie mit juristischen Worten und Tricks zu betrügen. Wohin gehen Sie, wenn Sie Basketball oder Tennis spielen möchten? Du gehst zu einem Basketballplatz oder Tennis Court. Ah jo, Digga, krass. Platz. Englisch Court. Football Court, Tennis Court. Daher ist ein Gericht der Ort, an dem Menschen gehen, wenn sie ein Spiel spielen möchten. Glaubst du? Sie haben den Ort, an dem du zur Verhandlung gehst, verwendet. Gerichtssaal, Courtroom genannt. Sobald der Spielraum, Digga, das ist schon krass, Bruder, ja? Wie jetzt, Digga? Es beginnt, wird der Richter versuchen, sie dazu zu bringen, die Rolle des Treuhänders zu spielen, was die Rolle des Sklaven ist. Warum? Weil der Richter möchte, dass sie verlieren. Da sie sich in einer Spielarena befinden und er Geld für seinen Meister, den Kronentempel, verdienen möchte. Aus diesem Grund verlieren Menschen fast 97% der Zeit gegen das Gericht und den Kronentempel. Ich werde auf dieses Thema nicht weiter eingehen, aber es gibt genügend Jo, Digga, du bist tief drin in der Recherche bei Youthstart. Im Internet dazu, unter anderem, der Strohmann ist da sehr hilfreich. Hier geht es auch um die... Das ist sehr mystisch, Bruder, wir sind jetzt... Das ist schon die mieseste, das ist schon eine der miesesten Schwurbeleien, in denen wir reingegangen sind bis jetzt, oder? Für Unwörter, die zu beachten sind. Viele verstehen nicht einmal... Egal, Digga, zieht auch irgendwie. Also bis jetzt hat er mich...
Noch nicht verloren, 24 Minuten. Hier und da ein bisschen wild, Digga, kann ich nicht richtig verifizieren, aber trotzdem. Sklavt wurden. Aluhut glüht, Digi. Kann dich dieses Zitat aus dem Film Matrix aufwecken? Morpheus, die Matrix ist überall. Es ist überall um uns herum, sogar jetzt in diesem Raum. Sie können es sehen, wenn Sie aus Ihrem Fenster schauen oder wenn Sie Ihren Fernseher einschalten. Sie können es spüren, wenn Sie zur Arbeit gehen, wenn Sie in die Kirche gehen. Bruv, die sind in deinem Kopf, fertig aus. Ihre Steuern zahlen. Es ist die Welt, die dir über die Augen zugezogen wurde, um dich vor der Wahrheit zu blenden. Neo, welche Wahrheit? Morpheus, dass du ein Sklave bist, Neo. Dass du ein Sklave bist, Neo. Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren. Digga, muss ich reinziehen, heute Abend Matrix. Marathon, Vejo. Wie alle anderen wurden sie in Knechtschaft hineingeboren. In ein Gefängnis hineingeboren, das sie nicht riechen, schmecken oder berühren kann. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Die Matrix ist nicht nur ein Film. Es war ein Experiment der dunklen Magier, um zu sehen, wie die Leute auf einen Film reagieren würden, der ihnen auf metaphorische Weise die Wahrheit sagt. Die dunklen Magier erzählen dir gerne, was sie dir in den Filmen und Fernsehsendungen antun oder vorhat, dir anzutun. Sie wollen Beweise dafür? Die bindende Kraft von Worten und Verträgen. Ein anderes Wort, das sie gerne verwenden, um sie dazu zu bringen, ihr Betrugsspiel zu spielen, ist Vertrag, Englisch Contract. Wenn sie Contract halbieren, erhalten sie Con und Tract. Kontrakt. Als Verb ist das Wort Con definiert, als betrügen oder austricksen. Als Substantiv ist das Wort Tract definiert, als eine kurze Abhandlung oder Broschüre zur allgemeinen Verbreitung. Echt? Heißt das wirklich so, Digga? Was heißt, Con habe ich noch nie gehört, Digga. Englisch to con heißt betrügen. To con. Wir recherchieren das kurz nach, Digga. Macht euch keine Sorgen. Ja, Digga, krass, Bruder. Da siehst du. Alter, mein Chat ist einfach das Beste, Digga. Sag ich dir ehrlich. Hier gibt's immer einen, der einen Plan hat, Digga. Und wie kriege ich das Track-Ding noch raus? Tract it in, man, Alter. To tract. Nee, nicht to tract. Tract muss man nochmal anders. Tract it out, man, Alter. Okay, aber, ja, Broschüre. Der hat doch Broschüre gesagt, ne? Contract halbieren, erhalten sie Con und Tract. Als Verb ist das Wort Con definiert, als betrügen oder austricksen. Als Substantiv ist das Wort Tract definiert, als eine kurze Abhandlung oder Broschüre zur allgemeinen Verbreitung. Broschüre. Booklet. Ja, okay, das kriegen wir jetzt hier nicht hin, Digga, aber passt schon. To Con, Alter, Contract, Con, jemanden betrügen, das ist schon krass, Digga. Statistisch, auf den beiden Definitionen erhalten sie, wenn sie Con und Tract zusammenfügen, eine trügerische Abhandlung, oder? Verb und Substantiv, sagte er. Ja, jo. Eine Abhandlung voller Tricks. Wenn sie einen Vertrag mit einem Unternehmen oder der Regierung unterzeichnen, stimmen sie einer betrügerischen und irreführenden Abhandlung zu. Mit anderen Worten, sie werden betrogen. Die gute Nachricht ist, dass so ziemlich alle Verträge, die sie mit Unternehmen und Regierungsbehörden abgeschlossen haben, betrügerisch sind, da sie nicht vollständig offengelegt werden. Wie man Wörter entschlüsselt, um ihre tiefe Bedeutung und Absicht zu finden. Wenn Sie sich nur die allgemeine Definition eines Wortes ansehen, werden Sie nie die tiefere Bedeutung davon kennen. Ein Traktat ist eine kurze schriftliche Abhandlung über ein Thema. Ach krass, Digga, wir sind da, Bruder. Dann sind wir ja da. Tiefere Bedeutung zu finden, müssen Sie unter seine Oberfläche schauen, seine Schichten sezieren und es aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise ein etymologisches Wörterbuch verwenden müssen. Etymologie, Digga. Ursprünge des Wortes zu finden und das Wort mit der Kunst des Anagramms teilen und neu anordnen müssen. Der miese Hacker, Digga. Ja, safe, Digga. Der ist miese Hacker, Bro. Sobald Sie die Ursprünge eines Wortes gefunden, seine Schichten zerlegt und es aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet haben, werden die wahren Absicht und Bedeutung des Wortes auf magische Weise in Ihrem Geist sichtbar. Wenn Sie also das nächste Mal eine Definition eines Wortes nachschlagen, betrachten Sie es nicht nur zum Nennwert, sondern auch zu seinem Ursprung, Präfix und Suffix. Wie Wörter als Zaubersprüche verwendet werden können. Wenn Sie Worte sprechen, werfen Sie Ihre Gedanken und Schwingungen in das Magnetfeld oder magisches Feld der Erde, das Energiefeld ist, das die Realität der Erde erschafft. Wenn Sie nicht aufpassen und bestimmte Wörter zusammensagen, können Sie tatsächlich einen Zauber wirken, ohne sich dessen bewusst zu sein. Hast du dich jemals gefragt, warum eines der ersten Dinge, die sie dir in der Schule beibringen, Buchstabieren ist? Wenn sie zum ersten Mal in ihrem Leben zur Schule gehen, lernen sie das ab.
Alphabet, das aus Buchstaben besteht, die mit heiliger Geometrie entworfen wurde. Diese Buchstaben sind Ideogramme, die geschriebene Symbole sind, die Ideen darstellen. Eine Sache, die Sie über geschriebene Symbole wissen müssen, ist, dass sie aus dem Ei, dem Punkt und der Schlange, der Linie entstanden sind. Das Ei und die Schlange sind wichtige Symbole in der Religion der Geheimgesellschaft. Nachdem Sie das Alphabet gelernt haben, lernen Sie, wie man mit den Buchstaben des Alphabets buchstabiert, Englisch Spell. Dies soll auf den Tag vorbereiten, an dem Sie Zaubersprüche durch die Verwendung von Rechtschreibung wirken können. Ist Ihnen aufgefallen, dass Zauberspruch, Magic Spell oder buchstabierend Spell das Wort Zauber, Spell, enthalten? Das ist kein Zufall. Es geht direkt ins Gesicht. Die verborgene Absicht der Rechtschreibung besteht darin, Zaubersprüche zu wirken. Die meisten Menschen sind unwissend, es fehlt also an Wissen, sodass sie keine Ahnung haben, was sie eigentlich tun, wenn sie sich mit Schimpfwörtern oder Fluchwörtern harsch anschreien. Sie nannten es nicht ohne Grund Schimpfwörter. Fangen Sie an, das Große zu sehen? Warum, glauben Sie, sagen die meisten Eltern ihre Kindern, sie sollen aufhören zu fluchen, wenn sie zu viel fluchen? Selbst auf einer unbewussten Ebene wissen wir intuitiv, dass es nicht gut ist, zu viele Schimpfwörter zu verwenden. Vielleicht sollten wir das nächste Mal auf unsere Intuition hören und etwas recherchieren, um herauszufinden, warum wir uns so fühlen. Der Hauptgrund, warum sie dir beibringen, wie man Wörter richtig schreibt, ist sicher, dass jeder Buchstabe oder jede Geometrie jedes Mal, wenn du etwas schreibst, gleich angeordnet ist. Dies wird dazu beitragen, die magische Wirkung bestimmter Wörter... Okay, langsam wiederholt sich der Laden hier, wa? ...bessern. Nachdem sie gelernt haben, wie man Wörter buchstabiert, wird ihnen beigebracht, diese Buchstabierungen in Sätzen, Wendungen und umzuwandeln... Digga, das hat er doch schon mal gesagt, oder nicht? ...ihnen ihre magischen Wirkungen beizubringen. Der Zweck davon ist, sie daran zu hindern, die wahre Absicht der Sprache zu kennen. Damit können dunkle Magier ihren Geist mit Zaubersprüchen kontrollieren. Ihre Zaubersprüche kann nicht 100% ihres Geistes kontrollieren. Aber sie beeinflussen ihren Geist mehr, als sie vielleicht denken. Genau. Ist so. Unterschwellige Botschaften ihr Unterbewusstsein im hohen Maße beeinflussen können. Ja klar, Digga. Ganzen Tag TikTok swipen, irgendwelche Sachen reinziehen, Musik hören und so. Das geht alles in dein Unterbewusstsein rein. Vor allem, wenn du Fernsehen guckst, bist du in den Alpha-Waves unterwegs, dein Gehirn. Das heißt, du bist in sowas wie einer Meditation und dann kommen Sachen in dich rein, die du gar nicht richtig wahrnimmst und die gehen direkt in dein Unterbewusstsein. Und du machst auf einmal Dinge und handelst und triffst Entscheidungen, die eigentlich gar nicht von dir kommen. It's deep, that shit, bro. Sie sollten wissen, was ich meine, als ich vorhin sagte, dass fast alle Wörter in der englischen Sprache von den Dienern der Kontrolle, den dunklen Magiern, eigenartig entworfen und zusammengestellt wurden, um sie dazu zu bringen, ihr Betrugsspiel zu spielen. Auch die meisten anderen Sprachen werden zu diesem Zweck erstellt. Wie sie ihren Erstelle den Männer da. Vor den Sprache wäre auch nochmal so eine Recherche, in der ich gerne reingehen würde. So, wie ist Sprache entstanden? Wer hat mit Sprache angefangen? Wo kamen die ganzen Sprachen, die wir heutzutage sprechen, her? Wer war da involviert und so? Ist eigentlich voll interessant, ne? Müsste ja eigentlich, also meiner Meinung nach, müsste sowas eigentlich Allgemeinbildung sein. Anstatt in der Schule 1000 Sachen auswendig zu lernen, die dir am Ende des Lebens gar nichts mehr bringen, so, wäre es eigentlich geil zu wissen, Digga, wo kommt eigentlich die Sprache her, die ich gerade spreche, so? Was sind die Ursprünge davon? Warum wurde die so erfunden? Aber dann würden sie wahrscheinlich Dinge erzählen, die wir nicht wissen sollen. Und deswegen wird es uns gar nicht erst richtig beigebracht. Dunkle Magier schützen können. Einer der effektivsten Möglichkeiten, ihren Geist vor Zaubersprüchen zu schützen, besteht darin, sich ihrer bewusst zu werden und wie sie verwendet werden, um sie... Bewusstsein ist für alles der Key. ...kontrollieren. Wenn zum Beispiel ein Zauberer einen Zaubertrick vorführt, kann der Zauberer sie glauben machen, dass der... Bei allem, egal ob... Also weißt du, wenn du dein Bewusstsein steigerst, wirst du dir halt ganz vielen Dingen bewusst... So, dein Konsumverhalten, was du dir alles reinziehst jeden Tag, was auslöst, wie was dir gut tut, was dir nicht gut tut und diese ganzen Sachen. Wenn du dir bewusst wirst, wird sich alles verbessern in deinem Leben. Deswegen, Bewusstseinssteigerung ist das Wichtigste, was ein Mensch auf dieser Erde tun kann. Bewusstsein ist alles, Digga, alles. Echt ist. Wenn sie jedoch vorausgesagt, wie der Trick ausgeführt wird, kann sie sich nicht mehr täuschen lassen, weil sie wissen, dass es sich um eine Illusion handelt. Mit anderen Worten, sie sind sich dessen Tricks bewusst geworden und er kann sie nicht mehr täuschen. Das Beispiel für Zaubertricks ähnelt der Art und Weise, wie die dunkle Magier echte Zaubersprüche verwenden, um ihren Geist zu kontrollieren. Sobald sie, dass Magie real ist und sich bewusst werden... Digga, ist schon hart mystisch jetzt immer diese komischen Bilder, der Junge reicht jetzt. ...die Magier Zaubersprüche verwenden, um sie zu kontrollieren, zu erkennen, verlieren ihre Zaubersprüche ihre Wirkung. Ihr Bewusstsein ist einer der stärksten spirituellen Kräfte, die sie haben. Lernen... Ja, Facts. Sie, wie sie es weise einsetzen und die dunkle Magier werden sie nicht kontrollieren können. Um zu lernen, wie man die Kraft seines Bewusstseins weise nutzt, muss man sich... Englisch ist ja am Ende nur Hinterwäldlerdeutsch mit bisschen Nordic, echt? ...richtige Wissen aneignen. Mit dem richtigen Wissen können sie ihr Bewusstsein erweitern und stärken. Das
wenige Wörter auf Deutsch, die so ein bisschen Ähnlichkeit mit Englisch haben, finde ich. Spanisch-Englisch ist zum Beispiel ganz anders. Wissen, wie sich Magie auf Sie auswirkt, sollten Sie das nächste Mal, wenn Sie sich mit Worten etwas wünschen oder jemanden mit Fluchwörtern anschreien, zweimal überlegen, bevor Sie diese Worte sagen. Facts. Wie sagen? Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Okay, Digi, heftig. Das war eine miese Schwurbelei, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Aber ist auch trotzdem zwischendurch interessant. Manchmal ein bisschen zu deep. Aber ja, schreibt mal eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wichtig ist halt, macht euch eure eigenen Gedanken so, weißt du. Ihr müsst nicht alles, was der jetzt gesagt hat, übernehmen und sagen, ja, das ist die Wahrheit und so. Und dann so ein bisschen fanatisch darauf abdriften. Aber sich das mal angehört zu haben und da mal vielleicht noch die ein oder andere weitere Recherche anzuschmeißen, ist auf jeden Fall interessant. Deswegen haben wir uns das Ding gegeben. Ich wusste auch vorher nicht, was uns erwartet. Hab's mir trotzdem ganz reingezogen. Gebt eure Meinung in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Liebe. Gang.